Ich muss mal zurück auf die Party. Ich muss noch ein bisschen Glitzer schmeißen. Ach, hier ist die Handtasche. XXX, wie verrückt. Oh, ist das Pfefferminz? Vielleicht sollte ich einen nehmen, damit mein Atem frisch bleibt. Ich bin eine kleine Dame, weißt du? Klar. Wow, ich fühle mich echt gut. Nein, jetzt hat sie sich eine Pille geschmissen. Oh mein Gott. Oh nein. Das ist echt ein bisschen creepy. Ja, nehmen. Ich konnte gar nicht entscheiden, Sina. Jawohl. Oh mein Gott, und jetzt kommen wieder die Raben. Los! Schieb einen Trip! Das ist der Blick von Rainer. Oh, wie sie da liegt. Oh, und schon wieder gekotzt. Wow, das war mal sogar keine minzige Erfrischung. Geht es dir gut, Miss Fortune? Alles okay? Mach Glitzer drauf. Okay, die Tasche, die haben wir jetzt. Ja, jetzt ist die Oma aber weg. Und das Schaf ist auch da. Ja toll, jetzt ist die Oma weg. Pluto weggewischt? Ja, hier oben können wir nicht mehr interagieren. Das sollte ja die Besitzerin von dem Puff hier sein. Warte, ich guck mal gerade, ob sie hier irgendwo ist. Ansonsten muss ich weiterlaufen. Naja, laufen wir weiter. Habe ich halt jetzt die Tasche. Kann ja auch rennen, glaube ich, ne? Ach ja, genau. Ich hätte der nämlich bestimmt die Tasche zurückgeben können. Nachdem ich mal ihren Stoff ausprobiert habe. Hey, was geht? Moin, moin! Likes. Likes fix. Alles fitty. I wonder what this button does. Wir haben jetzt eine Knarre. Ja, stimmt. Eine Knarre war auch dabei. Hab dich vermisst. Eine Leiter, cool. Good job, Miss Fortune. Gut gemacht, Miss Fortune. Du hast einen Ausweg gefunden. Thank you. Danke. Ja, das ist bei mir halt immer so, wie ich Zeit habe. Leiter klettern, im Kanal bleiben. Wir klettern hoch. Das ist immer nur so, wie ich Zeit habe. Sag mal, Familie und alles geht halt vor. Ne? Ich versuche immer so oft zu streamen, wie es geht. Aber es ist mir nicht immer möglich. Stopp. Oberhöriger Ärger. Ey, Tiltret. Ist das hier ein schwedisches Spiel? Oh ja. Oh, hier. Sieht aus wie ein Film, den ich im Fernsehen gesehen habe. Das sind die Bösen. Ich sag's dir. Ich glaube, du hast recht. Wir müssen den Weg freimachen, bevor wir weitergehen können. Aber wie? Siehst du den Feueralarm da drüben? Wir müssen es aktivieren. Ja, aber wie? Mit einer Schleuder. Welche Schleuder? Diese Schleuder. Oh, cool, der Erzähler schmeißt mir einer. So. Moment, okay, guck mal, ich benutze. Das ist echt clever, Miss Fortune. Ich weiß, danke. Fortnite, das ist. Fortnite-Streams sind bei mir wirklich Ausnahme. Also, ich tue nicht allzu oft Fortnite-Streamen. Das muss ich direkt mal sagen. Weil ich spiele gerne. Viele Spiele. Ich bin da sehr vielseitig. Fortnite spiele ich eher privat. Ziele mit den Pfeiltasten hoch, runter oder WS und schieße mit der Leertaste. Hoch, runter. Upsi. Oh. That was close. Oh.
Ja. Almost. Shit. Das war zu viel. Und? Fail. Yay! We did it! Well done. Gut gemacht, Miss Fortune. Yay! Yay! Danke dir nochmal, dass du mich abonniert hast. Gar kein Thema. Gerne doch. Nein, Bumsi kam ich wirklich nicht zu. Zu was? Ramlos zu hören. Squirrelspin? Eichhörnchen geschwindig. Toll. Ey, ich will den Basie mitholen. Ach, ich dachte, du sollst die erschießen. Nee, nee, ich sollte die, die Feueralarmglocke drücken. Das sieht aus wie das Forschungsprojekt, das Papa im Keller hat. Ich weiß nicht warum, aber Mama wurde deswegen echt böse. Okay, also ihr Papp tut auch im Keller ein bisschen rumexperimentieren. Nee, nee, ich sollte die Alarmglocke auslösen, damit die weglaufen, weil sonst wäre ich wahrscheinlich... Oh no. Ist das das ewige Glück? Mami hat gesagt, Geld ist das Einzige, was sie glücklich macht. Well, your mommy is wrong. Deine Mami falsch. Oh, wirklich? Okay. Naja, so einen Haufen Geld haben oder nicht. Okay, da geht's nicht weiter. Dann kletter mal hoch. Leiter klettern in den Kanälen bleiben. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ja, na, was willst du denn da unten bleiben? Ja, da wärst du ja bestimmt dann noch weitergegangen. Hey, you. Hey, du, auf der anderen Seite des Bildschirms. Hör zu, ich weiß, es muss hart sein, nicht viel über die Zukunft unserer kleinen Dame zu wissen. Wird Miss Fortune wirklich sterben? Wenn ja, wie wird sie sterben? Und wann? Wird der böse Fuchs sie töten? Wird sie das ewige Glück finden? Ich persönlich hoffe, sie tut es. Act normal. She's coming. Räuspern. Kein Ding lassen. Gruseln und wergeln im Keller. Ich feiere dich immer noch. Bist gerade mein Lieblings-YouTuber. Oh, danke. Congratulations. Thank you. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Wirklich. Wir sind einen Schritt näher am großen Preis des ewigen Glücks. Toll, weil eigentlich darf ich so spät gar nicht draußen sein, weißt du? Keine Sorge, es ist nicht mehr weit. Toll. Guck mal, ein vermisstes Kind. Bin ich, oder? Mir gefällt das nicht, vielleicht sollte ich nach Hause gehen. Tschüss. Geh jetzt nicht, Miss Fortune, ich beschütze dich. Yes. Alright then. Lexifix, weißt du, was die Hater richtig hassen würden? Wie geht's deiner Frau, Freundin? Von ihr ein Bild. Missing. Oh, mir geht's gut. Wenn Wingel im Lotto gewinnt. Oh ja. Hallo. Oh, was ist denn jetzt? Das war das Mädchen. Ja. Also wenn der ein Lotto gewinnen würde. Oh. Ja, ich glaube, das wäre ziemlich hart, ja. Das wäre ein Tiefschlag für alle Hater. Riecht nach AA-Scheiße. Miss Fortune, achte auf deine Wortwahl. Okay. Riecht nach AA-Scheiße. Like oh, was ist das für eine Oma? Ein Einrad, verstehst du? Sehr klug, Miss Fortune. Danke. Hallo, Omi. Das sieht schon gruselig aus mit der Maske. Wenn du die Bahnen ausschmeißt, verstehst du? Wäre so episch. Euro mir. Bongel. Millionen. Look, it's Benjamin. Guck mal, das ist Benjamin. Aus dem Waldviertel. Weißt du, wenn du einfach mal so abhängen willst oder so, ich wäre dabei. I'm available.
Don't engage. Freunde, die nicht mit dem wilden Fuchs sein. Ich hab's dir gesagt. Füchse sind gefährlich. Benji, du bist ein wilder, gefährlicher Fuchs. Oh, nein, Benji, geh nicht. Let that wild beast run off. I don't want anything bad. Lass das wilde Biest weglaufen. Ich will. Na gut. Wie geht's eurer Miss Fortune? Ich finde deine Frau Freundin auch voll nett und sympathisch, auch wenn ich sie noch nicht gesehen habe. Dankeschön. Es hat noch keiner sie gesehen, weil sie sich nicht zeigen will. Ah, doch, einige. Ja, auf Instagram. Ja, auf Instagram, okay. Bumsi, bitte nochmal. Hast du auch eine Pille geschmast? Nein. Nee, keine Sorge. Wenn der wirklich eine Million gewinnen wird, wäre der nach 3 Monaten wieder... wieder hochverschuldet. Das kann natürlich auch sein, weil der kann ja nicht mit Kohle umgehen. Oh, this is das sind Benjis Sachen. Das ist die allerbeste Kunst, die ich je gesehen habe. Das ist so persönlich. Ich wusste gar nicht, dass Benjamin so kreativ ist. Kreativ? Das sieht aus, als hätte ein Kind das gemacht. Was hast du gerade gesagt? Oh, so habe ich das nicht gemeint. Hey, sollten wir uns nicht darauf konzentrieren, den Preis zu finden? Ich bin konzentriert. Das stimmt. Vor allem, wenn er erstmal seine Schulden abbezahlen würde, dann wäre eh schon nichts mehr über. Goldener Luan so kommen kann. Das stimmt sogar. Gibt's noch eine zweite Popcornmaschine? Oder eine Popcornmaschine. Noch eine zweite Fritteuse. Are we going to the park? Gehen wir in den Park? Yes. Okay. Schokoladenbrunnen. Da steht Hate. Ja, das stand da. Miss Fortune. Miss Fortune? Was? Language. Sprache. Ah. Bumsi, ich verstehe den letzten Teil nicht. Sorry. Mr. Voice? Herr Stimme? Yes, hat irgendwer schon mal das Ende des Spiels erreicht und das ewige Glück bekommen? Yes, ja, natürlich. Ja, natürlich. Sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Schon wieder ein toter Rabe. Weißt du, ich will den Preis für meine Mami gewinnen. Ich wünschte, ich könnte ihr etwas Glück geben. Mein Glitzer funktioniert an ihr nicht. That's really sweet of you. Thank you. Would you like to try my sparkle? Möchtest du meinen Glitzer ausprobieren? Das ist nicht nötig. Don't be silly. Ah, sei nicht albern. Hier, bitte sehr. Glück für Herrn Stimme. Oh, well. Thank you. Anyway, let's wie auch immer, gehen wir den Preis suchen und machen Mami stolz. Die Hater würden richtig positioniert werden, wenn du erwähnt die Bahnen ausschmeißt, Lexi, verstehst du? Ja, Lexi, da kennt sich mit der Materie. Lexi, der ist nicht im Drachengame drin. Damit kennt er sich nicht aus. Bumsi, ich verstehe den. Ja, genau. Wenn er im Lotto gewinnen würde, dann wird er essen, bis er platzt. Children of the Dark steht auch da. Ich habe schon lange eine Friteuse von Tefal. Friseuse, genau. Meine Frau hat mir verboten, eine Friteuse zu kaufen. Jetzt hasse ich sie. Kann ich hier rüber? Nee. Oh mein Mann, da tut auch ständig irgendwelche Sachen frittieren. Du kommst nach Hause, Pommes. Kommst Stimmt. du wieder nach Hause? Pommes. Hier steht Vögel füttern verboten. Ah, okay. Letztens wollte er. Was machst du mit der Fritteuse? Lexi ist ein Level 0 Hater. Genau. Und Lexi, das ist nichts Schlimmes. Wie gesagt, du steckst in der Materie Drachenlord, Drachengame nicht drin. Alles okay. Hier stehen ganz viele süße Gedichte auf der Bank. Der Tod lebt und nährt sich an dir. Gezeichnet M. Interessant. Was meinst du? Miss Fortune, do you really need to read those? Musst du diese Gedichte wirklich lesen? Die Bankgedichte lesen? Ja, bitte. Ja oder nein? Mein Mann wollte letztens Süßkartoffelpommes machen. Boah, ekelhaft. Ekelhaft.
Ihr sprecht meinen Namen falsch aus, aber ist nicht schlimm. Oder Eis. Die Heißluft sind super. Braucht mega wenig Öl, nur ein Esslöffel. Jakobsmuscheln, nein, Schmaß. Sei froh, dass du dich nicht jeden Tag mit dem rumschlagen musst. So, A lese ich, du? Ja. Auch A? Noch ein Vorschlag? Ja, das ist lecker. Richtig lecker. Boah, nee, Süßkartoffelpommes sind das Ekelhafteste, was es gibt. Wah, pfui. Aber ich bin ein Junge, gell? Weil wie ihr meinen Namen ausringt, klingt, als würde ich ein Mädchen sein. Ja, alles okay. Alles okay. Okay, ich hol mal A. Kommt im Chat nichts. Ja, hör dir das hier an. Die Eier hängen zu tief. Keine Unterschrift. Von wo hängen sie denn? Ah, guck mal, eine Zeichnung einer Katze. Komm schon, lass uns gehen, Miss Fortune. Na gut. Ach, schade. Guck mal, die Möwe. Sie sieht aus wie Kevins Papa. Wer ist das? Er saß mal im Sandkasten neben der Schule. Er hatte keine Klamotten an und der Polizist hat ihn mit einem Stock verprügelt. Faszinierend. Erinnerst du dich an den Fisch, den du vorhin mitgenommen hast? Meinst du Rodrigo? Mein für immer Fischfreund? Du solltest ihn der Möwe geben. Ich glaube, es hätte nichts gegen Gesellschaft. Ich glaube, dass du vielleicht eine okay Sache bist, die ich vielleicht tue, denke ich. Oh nee, der frisst den doch. So, geben wir den Fisch oder behalten wir den Fisch weiter? Behalten. Weiß nicht, irgendwie zu süß, aber in einem Eintopf sind die super. Wenn du Chantal heißt, dann heißt du halt Chantal. Nee, den Fisch behalten. Wenn so. Du den gibst, dann frisst er den auch. Einmal Fisch behalten, der ist doch eh tot. Ich glaube nicht, dass er noch lebt. Rodrigo hat aber noch geguckt, ganz traurig. Ja, das ist ja auch schon ein bisschen her. Denn er und? Fisch geben oder mitnehmen? Geben. Da bin der Meinung deiner Frau, Freundin, weil Süßkartoffeln schmecken ekelhaft. Ja, pfui. D. Fisch behalten. Beim letzten Füttern ging es nicht gut aus. Ja. Das stimmt. Du hast dich auch seitdem nicht mehr getraut, was zu schreiben, Gina. Fisch geben oder behalten? Komm, ich geb ihn. Nein. Doch, ich bin auch dafür, ihn zu geben. Ich hoffe, der Fisch bringt dir so viel Freude und Liebe wie mir. Erstmal Alk wegnehmen. Danke. Ja, toll. Das hat er gefressen. What? Was? Oh nein, Rodrigo ist tot. Du bist ein Arschloch. Natürlich, Möwen lieben Fisch. Scheiße. Ich wusste es. Ich hab's dir doch gesagt. Macht es nicht Spaß zu lernen? Denke schon. Ich wusste es doch auch, aber... Ich begrabe ihn später. Oh Mann. Ich brauch bestimmt das Skelett als Waffe oder irgendwas. I love Pommes.